So, hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part von Prince of Persia. Yo, ich hab Hunger. Miau. Gut, mal gucken, was diesen Part erwartet. Ach ja, genau. Ich glaube, wir werden in diesem Part viel Spaß haben mit diesen, naja, Drehdingern. Nicht Drehdingern, Quatsch. Mit diesen Rollen da. Ihr wisst schon, ne? Ja, gut. Komm her, komm. Komm, ja, komm. Na komm, komm schon her. Und irgendwie zackt das Licht gerade. Es zackt wirklich mit Licht. Aua. Oh, bin ich geflasht wieder. Okay, komm her. Komm her, Mann. Ich trau mich nicht ganz über die Stadt hin. Ich weiß, dass ich darüber gehen kann, aber ich weiß nicht, ob ich im Kampf kann. So, Licht ausmachen. Musik lauter machen. Und es kann weitergehen. So. Hier rüber. Ganz sanft. Ganz vorsichtig. Und diesmal werde ich nicht schreckhaft einfach so springen. Ich werde mit sehr viel Skill springen. Passt auf. Moment mal. Was mir eben noch aufgefallen ist, ich konnte gar nicht einfach so rüberspringen, Leute. Weil da waren Stacheln. Miau. Okay. Macht ja nichts. Wir sind hier noch am Anfang. Also, wir haben noch eine Menge Zeit. 41 Minuten. Ich bitte euch. 41 Minuten, das ganze Spiel zu schaffen. Sollte schaffbar sein. Kann ich ihn eigentlich wegdrängen? Aua. Ja, ich lasse sie einfach hier liegen. So ist das. Okay. Jetzt scroll ich einfach aus dem Bild. Okay, das war vielleicht irgendwie ein bisschen blöd. Aber jetzt. Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen Arsch. Obwohl. Komm bei dich. Ah! Okay, wie mache ich das jetzt? Okay, ich hab's geschafft. Wow. Wow, das war. Ich weiß nicht, ob das mehr Glück als Verstand war oder allgemein, das war alles irgendwie ein bisschen sehr komisch, ja. Okay, gut. Das ganz einfache Element ist hier versteckt. Geh über die Stadt und überlebe. Easy. Dann machen wir das mal. Plop, plop. Okay, gut, das war ja kein Problem. Und jetzt hier hoch. Hurra, so viel Abwechslung. Yes. Was für ein unnötiger Raum. Unnötig großer Raum. Und das war noch viel unnötiger. Ich hab nur noch 40 Minuten. Super. Okay. Wow. Ich weiß nicht, wie es mit euch war, aber irgendwie habe ich mich schon irgendwie zack gesehen. Wow. Okay, gut. So, wo jetzt diese Dummheit wieder geklärt wäre, können wir auch jetzt wieder weiter. Und hops, hier hoch. Ja, das wäre ja dumm, wenn ich jetzt hier schon hochgehen würde. Also erstmal hier rüber. Huh, what? Ah, dieses Spiel verarscht mich mal wieder. Dann wieder nochmal hier rüber. Gut. Das hat echt schon ein bisschen was von Camp Mario. Dieses, weißt du, du denkst, du kannst einfach rüberspringen, du übersiehst das Offensichtliche und gehst dabei trotzdem nochmal in eine Falle rein. Ja doch, das hat was von Cat Mario irgendwie schon. Also gut, nochmal das gleiche. Ah, ja. So, hier rüberspringen. Was anscheinend nicht so gut funktioniert. Warum habe ich nur so wenig Leben? Ah. Ach Gott, warum zack das denn jetzt so? Nochmal. Das Ganze. Weil es ja so viel Spaß macht. Okay, so. Und hier auf. Ach, es haben wir doch Spaß mit Prince of Persia. Eigentlich wollte ich das irgendwie mal an einem Abend nochmal durchziehen. Weil irgendwie macht es mir einfach nicht mehr ganz viel Spaß. Das ist etwas zäh geworden. So, ich habe eine Idee. So, ja gut. Ich bin einfach ganz schnell gerannt und habe mich dann halt festgehalten. Kann ich hier schon rauf? Oh, wunderbar, wunderbar. Und dann gehe ich hier rauf. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt spring ich darauf und jetzt renn. Okay, ich sehe schon jetzt einen Teppich. Mal gucken. Wow. Das sieht awesome aus. Okay. Und du darfst mir diesmal nicht so viel Leben klauen. Aua. Okay, es wird gefährlich. Ich möchte jetzt eigentlich nicht gegen so einen einfachen Gegner sterben. Das wäre echt schade. Okay. Ganz ruhig. Okay, wow. Puh. Ja, das war leicht knapp. Ich lasse mal kurz ein Save State. No. Pick State. Pick. Die 3 ist meine Glückszahl.
Und Glück brauchen wir jetzt. Das ist eben schon. Ups. Okay, dann nochmal. Oh, gut. Ein Heiltrank. Oh, nein. Bei mir nicht den nochmal. So, da. Alles gut. Jetzt kann es ja gar nichts. Kann es keiner mehr was tun. Jetzt alles cool. Okay, hier ist ein Schalter, sieht man. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Wow. Ich muss jetzt echt mal das Spiel fragen, warum holt das Spiel jetzt erst so diese coolen, epischen Bilder raus? Ich meine, die ganze Zeit gucken wir so diese langweiligen Stadt. Was bist du denn? Hallo, Dickerchen. Okay. Okay. Der Dicke, der hat es drauf. Wieso kann ein Dicker so gut fechten? Ja, ich möchte auch. So gut. Dann nochmal das Gleiche. Okay. Mit zwei Leben gegen so einen dicken Boss. Und Dick trifft es einfach nur gut. Gut. So, komm. Gleich einfach noch ein Safe Set setzen. Und zwar genau hier, jetzt wo es hier so schön episch ist. Okay, Dickerchen, dann mal los. Ich muss mir irgendwas Gescheites einfallen lassen. So. Okay, getroffen. Okay. Er hat mich auch getroffen. Okay, ich hab ihn getroffen. Okay, er hat mich getroffen. Und ich bin tot. Das wird jetzt etwas leicht schwer, vor allem weil ich ein bisschen gefehlt habe davor und... Naja, wir sehen mal gleich, wie es wird. So, komm her. Mach dich fertig. Oh Gott, okay. Okay, der Dicke hat sowas von drauf. Dafür musst du bestimmt Dick gelernt haben. Was ist das dafür? Ach Gott, der war schlecht. So, jetzt aber. Komm her. Okay. Oh Mann. Das wird jetzt sowas von schwer. So schwer wird das. Fast so schwer wie er ist. Okay. Oh Mann, das ist so traurig. Kann ich mir die Open-Taste nicht irgendwie mal merken? Das wäre echt cool. Moment mal. Okay, gut. Ich habe mir die Open-Taste gemerkt. So. Ja, gut. Dann können wir ja weitermachen. Komm her, Dickerchen. Tatsächlich nicht. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Aua. Ich warte mal, bis er zuschlagen möchte. Dann schlag ich zu. Und dabei muss ich nur noch Reaktion beweisen. Dann klappt das auch. Yay! Los geht's. Okay, lassen wir ihn kommen. Ah, okay. Komm her. Ich habe eine Strategie entwickelt. Wenn er kommt, schlage ich zu. Danach pariere ich sofort. Und dann schlage ich nochmal zu. Und so, wenn ich stehen bleibe und immer auf ihn warte, könnte es gleich klappen. Das hat eben gerade noch nicht so ganz geklappt, aber mal sehen. Gucken wir mal, was draus wird. Okay, mehr. Okay. Okay. Entschuldigung, Leute, ich muss mich gerade konzentrieren. Komm schon! Oh, komm schon, Dicker! Du oder ich! Nein! 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 Fuck! Mann, das war so knapp. War so knapp! Er ist wirklich faustdick hinter den Ohren. Okay, wieder konzentrieren. Los, komm schon, Mann. Ey, aua. Okay, das ist schlecht, dass er mich jetzt schon trifft. Na. Komm her, Mann. Ich zeig's dir schon noch. Komm her. Nein. Komm her, Mann. Jetzt bin ich bereit. Komm her.
Komm her, komm her. Komm her. Komm her, komm her. Komm nur her, du. Okay, ich krieg ihn. Ich krieg ihn diesmal. Nein. Komm her, Mann. Ich mach dich fertig. Nein! Diese fette Sau. Diese fette Sau. Ich mach dich fertig, Mann. Komm her. Oh, fuck. Nicht gerade der beste Anfang, muss ich zugeben. Wohl einer der schlechtesten Anfänge. So, jetzt aber, komm schon. Okay, okay, das war schlecht. Komm her, komm her, komm her, komm her. Come on, Barbie. Oh nein, das passt jetzt gerade voll nicht dazu. Brain of Calm. Ja, komm her. Oh Gott. Nein, warum bin ich vorgegangen? Fuck! Fuck, 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 fuck. So, jetzt. Concentration. Concentration. Ah, ja, komm her, komm her, los. Jetzt hat deine Stimme geschlagen, Mann. Ich sag's dir. Ja, komm. Jetzt ist unentschieden. Schön, dass ich mir etwas früher zuschlage. Ich muss sofort zuschlagen, wenn er ins Bild tretet. Weil dann kann er noch nicht reagieren. Ja! Ja! Du fette Sau! Du fette Sau! So, Moment mal. Ich muss jetzt erstmal noch demütigen. Ich hab dich besiegt. Und jetzt furze ich dir ins Gesicht. Okay, jetzt hopp dich weg. Kinderspiel. Hust, hust. Okay, wo bin ich? Oh mein Gott, ich sollte vielleicht speichern. Du? Schon wieder? Und, was geht bei dir so? Spiegelprinz? Musst dich fürchten? Ich muss sagen, ich habe leicht Angst. Leicht Angst. Dass dieser Kerl mir nicht gerade was Gutes will. Wow, lieber nicht darunter fallen, habe ich das Gefühl. Weißt du was? Spiegelbild, du bist ein echtes Arschloch. Okay, wow, damit haben wir das Level geschafft. Wow, das war mal ein episches Ende und irgendwie war alles an sich so ein bisschen episch. Und unser Spiegelbild ist ein leicht ein Arsch. Wow! Was zum Verarschen? Fragezeichen? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Okay, ich muss mich sofort mit A festhalten. Wieso habe ich rote Klamotten an? Wieso habe ich rote Klamotten an? Nur weil ich jetzt in der Lava bin? Lavahöhle? Weiter? Alter. Naja, ich finde es jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen spannender, das Spiel. Und ich würde sagen, nächstes Mal geht es hier wieder weiter. Ich bin Link94 und ich bin draußen.